Die Straße 30 Kilometer vor Duis ist eine Katastrophe. Sie sind sie gerade neu teeren, aber der größte Teil ist noch Beton, steinhart und es rüttelt extrem. Und immer wieder fahren LKW vorbei und die wirbeln so viel Staub auf, wie jetzt diese gerade da. So, wir sind jetzt in Duis angekommen und fahren da jetzt schnell auf den Camping, um die Freunde abholen. Dann fahren wir weiter. Ich war gerade in der Apotheke und jetzt kommt der Pharma-Mensch schnell gucken, wie mein Wohnmobil aussieht. Das interessiert ihn nämlich. Thank you. So, wir kurven noch ein bisschen rum. Ich bin jetzt hier auf dem Camping in Duis und da treffen sich immer ein paar und die fahren jetzt gleich ab. Die waren schon in der Düne und jetzt gehen sie wieder zurück nach Hause. Aber ich bleibe noch hier. So, wir sind jetzt vom Camping wieder rausgefahren und hier in Duis essen wir jetzt. Und ihr seht, ich habe eine geile Brille an. Aber der Junge da, dem sie gehört, der will sie mir einfach nicht verkaufen. Ich habe ihm schon 50 Euro geboten, aber er will einfach nicht. Mal für 500. Jetzt lege ich sie mal am Hund an, mal gucken, wie das aussieht. So, wir fahren jetzt von Duis wieder raus in den Süden, südwärts, und zwar zur großen Düne. Das Ziel ist die große Düne. Und ab jetzt ist Markus und Sarah wieder bei uns, die uns hinterherfahren. So sieht das dann aus. Auf der ganzen Straße entlang sind diese Dünen. Ja, jetzt bin ich stecken geblieben. Ich bin da auf der neuen Piste gefahren, aber da ist Baustelle, da wurde immer mehr Sand. Und jetzt habe ich mich eingegraben. Und da sieht es vorne aus. Wir sollten auf die Piste, die alte, die ist rechts. Ich sehe die, glaube ich. Jetzt muss ich da, zeige ich euch gleich mit meinen Hubstützen, aushelfen. So, ihr seht jetzt, ich habe normalen Reifendruck. Wenn ich jetzt den Reifendruck bei 1,5 Bar gehabt hätte, wäre ich da durchgekommen. Aber mit diesen Reifen nicht. Ich habe jetzt die Stützen, fahre ich jetzt aus und damit hebe ich mein ganzes Wohnmobil und dann kommen die Bretter runter. Wenn er vorne auch zu tief wäre, dann müsste ich das auch vorne machen, aber weil ich geradeaus rückwärts fahre, sollte das auch so gehen. So, jetzt habe ich es. Er hat irgendwie nur rechts hoch, obwohl ich nach hinten gedrückt habe, keine Ahnung, was los war. So, jetzt ist er ganz hinten oben. Ein Brett habe ich schon runter, jetzt kommt das nächste noch. So, jetzt ist er die Bretter runter. Hier hätte ich noch Sandbleche für die Vorderräder, aber diesmal vermutlich nicht nötig. Jetzt sind die Bretter unter und jetzt lasse ich ihn wieder runter. Und dann Gas geben und raus, rückwärts. So, nochmal von vorne. Ich bin nur 3 Meter weit gekommen. Ein Zylinder ist schneller wie der andere. Nicht gut. Und wieder runter. Diesmal habe ich noch diese Bleche zusätzlich noch. Und die Handbremse vergessen anzuziehen. Super. Bin ich gute 6 Meter gekommen, aber es geht nicht ohne weiten Druck runterlassen. Wie heißt so schön, alle guten Dinge sind 3, also gleich nochmal hochheben. So, jetzt ist er dann oben. So, und wieder runter.
So, ich konnte jetzt mich befreien, aber ohne Reifendruck runterlassen keine Chance. Ich habe vorne habe ich ihn so gelassen, war ich zu faul und dann ging es eigentlich gut. Außer beim Drehen, da drehen war wieder schwierig, weil sobald man zu fest einschlägt, dann drehen die Räder nicht mehr, schiebt den Sand nach vorne und dann sackt er rein. Und vorne ist der Sand sowieso weich, ihr seht es schnell. Das sind meine Spuren vom Drehen, das erste Mal. Und dann habe ich ein bisschen weniger eingeschlagen und noch weniger eingeschlagen und hier nochmal ausgedreht und dann ging es. Er schafft es auch fast nicht. Aber er ist viel leichter. Jawohl. So, jetzt geht's wieder zurück. Reifendruck habe ich immer noch gleich. Super schöne Abendrot gibt's. Und die Hunde, die rennen da vor mir her. Diesmal ist er stecken geblieben, weil er hat den Reifendruck nicht unten und hier ist richtig weich. So, ich habe mein Fahrzeug tiefer gelegt. Gefällt's euch? Tipptopp. Nein, ich habe mich schon wieder festgefahren. Ich musste den Reifendruck vorne auch runter tun. Jetzt nochmal das gleiche Brett runter und dann ab die Post. Geht doch. So, ich bin jetzt auf dem Mount Everest. Und Everest, bleib hier oben, denn es stürmt. Der Wind ist zwar warm vom Süden, ich hoffe, ihr hört mich. Jetzt zeige ich euch mal die Aussicht. So sieht das aus hier. Es wird extrem. Jetzt da auf diesem Mount Everest und wir fahren jetzt da wieder zurück, ein bisschen wieder Sand fahren, dann den Pneudruck, Reifendruck wieder hoch. Der Berg war eigentlich kleiner als ich gedacht habe, weil er ist eingetragen als großer Sandberg, aber der war nicht so groß. Aber egal, es war ein Erlebnis und nach all dem Steckenbleiben sind wir jetzt wieder frei. Und können weiter. So, unterdessen sind wir in Kibili, oder wie das auch immer heißt. Und es hat richtig angefangen zu winden, die Luft ist staubig. Wir fahren jetzt dann zum großen Salzsee durch, da hat man über eine Stunde. Und dann fahren wir Richtung algerische Grenze in eine Schlucht, wenn wir überhaupt bis dahin kommen. So, jetzt fahren wir da raus, ab wieder in die Wüste, in den Sandsturm rein. Richtig, richtig sandig heute. Es windet und angeblich fängt es immer mehr an zu winden, so ab Februar. Und dann ist man hier einfach immer ein bisschen im Staub, aber das gehört dazu. Darum haben die alle Tücher vor der Nase und vor dem Mund.
richtig stürmige Sache hier. Jetzt sieht man fast noch 200-300 Meter mehr nicht. Es ist so staubig hier. Das heißt, mein Luftfilter habe ich erst gerade ausgeblasen. Ich glaube, ich muss den wieder ausblasen und dann mal ersetzen. Ich habe immer welches dabei. Alle Filter sind immer dabei. Man weiß ja nie. So, wir sind jetzt auf dem Salzsee und es windet extrem. Ich habe da ein bisschen Schutz bei einer Hütte. Aber draußen windet es und hier sind noch Reste vom See. Ursprünglich war hier mal das Mittelmeer, also das Wasser war mal viel höher und ist irgendwie durch die Jahrtausende zurückgegangen, offensichtlich. Hier noch ein bisschen Salzwasser, es windet so stark, ich hoffe, ihr hört mich noch überhaupt. So, wenn wir schon hier sind, schauen wir uns doch mal eine Toilette an. Oh oh, oder was davon noch übrig ist? Ah, hier hat es eine. Aber es müffelt und das Loch ist verstopft. Gut, habe ich eine eigene im Wohnmobil. So, und ihr seht, ich brauche dringend ein Mikrofon, das ich ins iPhone einstecken kann. Wer was weiß, der soll es unten in die Kommentare reinschreiben. Ein Mikrofon mit irgend so einem Schwamm drüber oder so. Ich kenne mich da gar nicht gut aus. Wer mir einen Tipp hat, gerne in die Kommentare schreiben. Danke. Die Strecke ist gerade, gerade und immer gerade und es hört nicht auf. Aber ganz weit hinten sieht man die ersten Berge. Dann ist das hier vorbei. So, es ist vorbei, jetzt kommen die ersten Palmen wieder. So, wir sind jetzt in Degusche reingefahren. Bald geht's nach Tusser. Der Sigi Abdelhamma von El Hamma, der hatte mal am Morgen früh in seinem Pyjama auf der Straße von der Moschee zwei schöne Äugli gesehen. Das war der Anfang von seinem Drama. So, jetzt lasse ich mal mein Auto wieder waschen. Ich habe schon zwei Wochen nicht mehr gewaschen. Nur 10 Dinar macht er mir, also nur außen. So, mein Wohnmobil ist gewaschen und mein Freund, der geht da leer aus, weil der arbeitet nur bis 5 Uhr und jetzt hat er geschlossen. Also, die könnten Geld verdienen, aber für was auch. Freizeit ist kostbarer wie Geld. So, Tussaud by night. Wir suchen jetzt ein Restaurant, irgendwo. Ja, Tusser. Meine Ayla sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt rufe ich sie. Und die hört tipptopp. Mein Essen ist gekommen. Merci. So, übernachtet haben wir da in folgender touristischen Ecke. Plötzlich morgens um 7 ging es los, kam der erste Reisefahrer und jetzt hauen wir hier wieder ab und fahren jetzt Richtung algerische Grenze. So, wir fahren wieder ein bisschen Salzsee hier und da kommen jetzt schon die ersten Berge sichtbar. Sieht herrlich aus. So, wir haben jetzt eine Pause eingelegt. Ich muss jetzt zuerst mal einen Kaffee trinken. Die Eile ist da schon wieder da hinten am Mäusebuddeln oder was für immer Viecher das sind. So, damit ihr auch mal mein Wohnmobil seht. Kaffeemaschine. Hier wird gekocht. Hier Video geschnitten. Und hier wird gekackt und geduscht. Und mein Schlafplatz. Und meine geile Klima. Ah, da wird geheizt jeden Morgen, wenn es kalt ist. Und hier drin backe ich eigentlich immer mein Brot. Das mache ich immer selber. Das große weiße lange, das ist nicht von mir. Das ist eine Mikro- und Backofen-Kombinationsgerät von Panasonic. So, merkt ihr was? Schaut euch das Frühstück an, Mann, oh Mann, wie reichhaltig.
Man merkt, eine Frau ist an Bord. Ja, jetzt wird mal gefrühstückt. So, das war's wieder von mir. Wenn es euch also nicht gefallen hat, dann müsst ihr den Daumen nach unten heben, hä? Nicht nach oben. Aber ihr dürft auch nach oben heben, wenn es euch gefallen hat. Das macht mir gar nichts aus, hä? Tschüss!